Zu der neuen Reihe, die 10 übelsten Verleumdungen über Rudolf Steiner, darf ich dich ganz herzlich wieder begrüßen. Wie versprochen geht es auch gleich los mit der übelsten Verleumdung. Rudolf Steiner ist ein Rassist. Hier handelt es sich meiner Meinung nach eigentlich schon nicht mehr um eine böse Verleumdung, sondern um einen bösartigen Rufmord, da die Rassismuskeule hier bewusst als moralisches Totschlagargument eingesetzt wird. Bevor ich das begründe, möchte ich vorausschicken, dass ich es durchaus begrüße, vor allem in Deutschland, mit erhöhter Sensibilität jeglicher Art der Diskriminierung zu verurteilen. Dies möchte ich in aller Schärfe formulieren, da mit Schrecken festgestellt werden kann, dass es aktuell weltweit, aber auch in Deutschland, einen politischen Erdrutsch gibt und die populistischen und rechtsradikalen Parteien mehr und mehr an Land gewinnen. Auch deshalb sollten bei uns die Alarmglocken läuten, da man heute in unserem Lande wieder mit Minderheiten so umgeht, wie man in Deutschland eigentlich niemals mehr mit Minderheiten umgehen wollte. Doch kommen wir nun zu dem Vorwurf, Rudolf Steiner sei als Rassist einzustufen. Wie perfide dieser Vorwurf ist, möchte ich in 3 kurzen Videos verdeutlichen. In diesem ersten Video will ich das Leben von Rudolf Steiner und im zweiten Video sein Werk unter die Lupe nehmen. Im dritten Video werden wir uns dann die umfassende Rassismusuntersuchung über Rudolf Steiner vornehmen, die, so viel schon vorweg, sensationelle Ergebnisse ans Tageslicht befördert hatte. Darf ich euch einmal eine Frage stellen? Würdet ihr denn einen echten Rassisten eigentlich nicht daran zu erkennen versuchen, dass er auch lebt wie ein echter Rassist? Und das ja auch zu Recht, denn wie es so schön heißt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie widersinnig es dagegen aber ist, dass sich die Steiner-Kritiker kaum ernsthaft mit der Person und dem Leben Rudolf Steiners auseinandersetzen. Der Grund kann deshalb auch nur dieser sein. Das Leben Rudolf Steiners ist nämlich der beste Beweis, dass dieser kein Rassist war. Dies zeigt bereits seine Geburtssituation. Er kommt im Königreich Ungarn zur Welt, einem Teil des Kaiserreichs Österreich, was heute Kroatien ist. Er liebte die unterschiedlichen Länder und Kulturen und studierte in Wien, arbeitete in Weimar, wirkte dann in Berlin und am Ende vor allem in Dornach in der Schweiz. Monatelang war er aber auch in Frankreich, in England, in Skandinavien, in Polen oder Italien zu Hause. In all seinen Wohnorten lebte er immer harmonisch mit Freunden aus verschiedenen Kulturen zusammen. Heute würde man sagen, in einer Multikulti-WG. Dann, zu Beginn seines öffentlichen Wirkens in der theosophischen Ära, war er vor allem mit östlichen, indischen Strömungen und Menschengruppen verbandelt. Eine beispielhafte Episode aus seiner theosophischen Zeit. Der damals berühmte Maler Fidus, Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, verkündete auf der Berliner Generalversammlung 1913: Ich freue mich über die Erstarkung deutscher Art. Sofort sprang Rudolf Steiner auf, um mögliche Missverständnisse auszuräumen. Der belgische Generalsekretär hat schon tüchtig angefangen, denn er spricht von einer pangermanistischen Bewegung. Es handelt sich aber um eine ganz allgemein menschliche Bewegung, der jeder angehören kann, ohne Unterschied der Rassen. Der Geist des allgemein Menschlichen kennt keinen Unterschied von Rasse, Religion, Volk und Nation, der zur Sonderung im Höchsten führen müsste. 1913 konnte er dann auch mit dem Bau des ersten Goetheanums beginnen. Bezeichnend war, dass er um das Goetheanum herum sofort auch eine multikulturelle Siedlung aufbaute. Heute würde man sagen, ein interspirituelles Ökodorf. Später, während dem Ersten Weltkrieg, als sich die Völker gegenseitig zerfleischten, hatte Rudolf Steiner Arbeiter aus 17 verfeindeten Nationen am ersten Goetheanum friedlich miteinander vereint. Immer wieder kam es unter den Bauarbeitern zu rassistischen Pöbeleien, die er dann gelegentlich sogar auch persönlich geschlichtet hatte.
als zu Weihnachten 1923 dann die Anthroposophische Gesellschaft neu begründet wurde, bestand der Vorstand aus fast lauter Ausländern. Marie Steiner, seine Ehepartnerin, war eine Baltin aus St. Petersburg. Ita Wegmann, die aus Indonesien stammte, war nicht nur Vorstand, sondern auch eine enge Vertraute von Rudolf Steiner persönlich. Dem Vorstand gehörte zum Beispiel auch Albert Steffen aus der Schweiz, Edith Merrin aus England, Elisabeth Frede aus Holland und der Weltmann Günther Wachsmuth an. Unter seinen engen Freunden und Mitstreitern taten sich also Menschen aus verschiedenen Kulturen, Nationen, Hautfarben, genauso auch Atheisten, Juden und Vertreter aller Weltreligionen hervor. Von Anfang an legte er Wert darauf, dass die neue anthroposophische Gesellschaft die freieste Gesellschaft der Welt werden sollte. Zu seinen Prinzipien gehörte, dass diese Gesellschaft nicht sektiererisch, nicht dogmatisch sein dürfe und ließ deshalb schon als viertes Statut festschreiben: Mitglied kann jeder Mann ohne Unterschied der Nation, des Standes, der Religion, der wissenschaftlichen oder künstlerischen Überzeugung werden, der in dem Bestand einer solchen Institution, wie sie das Goetheanum in Dornach als freie Hochschule für Geisteswissenschaft ist, etwas Berechtigtes sieht. So wurde die anthroposophische Gesellschaft von vornherein als Weltgesellschaft mit Landesgesellschaften in vielen Ländern Europas und auch in Amerika begründet. Als Kosmopolit hatte er für 1925 sogar noch eine Reise nach Palästina und für 1926 in die USA ins Auge gefasst. Auch die anthroposophische Bewegung ist längst eine weltweite Bewegung geworden, die in allen Winkeln der Welt unterschiedslos unter allen Religionen und Kulturen ihre Freunde hat. Erstaunlicherweise blüht die Anthroposophie in der Gegenwart besonders dort stark auf, wo es Ethnien gibt, die Rudolf Steiner angeblich diskriminiert haben soll. Im Fernen Osten, in Südamerika, Südafrika und Ägypten. Wie kann also jemand ernsthaft als Rassist verleumdet werden, der geradezu in vorbildlicher Weise die Verständigung unter allen Völkern, Kulturen und Nationen vorgelebt hatte? Beweist nicht schlicht und ergreifend schon das Leben von Rudolf Steiner, dass er eigentlich ein Vorkämpfer zur Überwindung des Rassismus gewesen ist? Genau aus diesem Grund wurde er dann ja auch von Christian Morgenstern für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Beim nächsten Mal werden wir uns das Werk von Rudolf Steiner vorknöpfen, um zu sehen, ob er sich vielleicht auf dieser Ebene als Rassist entpuppt. Bis zum nächsten Mal.